Halten Sie es wahrscheinlich, dass die Ampelkoalition also hält? Oder glauben Sie, dass es im Zuge der nächsten zwei Jahre vorzeitig zu Neuwahlen kommt? Wir erinnern uns an Gerhard Schröder, ja, der eine ähnliche Situation erlebt und hat nach einem Wahlgang gesagt, für das, was ich an Reformen machen will, brauche ich die breite Unterstützung der Bevölkerung. Die habe ich nicht mehr. Also hat er ein Jahr früher wählen lassen. Halten Sie so etwas für möglich? Ich halte es für weniger wahrscheinlich. Ich will es nicht ausschließen. Ich halte es für weniger wahrscheinlich. Ich sage Ihnen, warum ich es für weniger wahrscheinlich halte. Ich glaube, weil die maßgebenden Politiker in den Ampelparteien sich gar nicht mehr dafür interessieren, was der Wähler sagt. Sie haben ihr Programm, sie haben ihre Ziele und die wollen sie durchsetzen. Und mein Eindruck war auch in der Politik, gerade der Grünen in den letzten zwei Jahren, die sagen sich, in den vier Jahren, in denen wir in der Regierung sind, wollen wir all das durchsetzen, was wir uns vorgenommen haben, was unserer Ideologie entspricht. Und mein Eindruck ist gerade in den letzten paar Monaten, sie machen Politik, als ob es keine zweite Chance nach der Bundestagswahl 2025 geben würde. Also ich glaube nicht, dass sie auf die Wähler hören werden. Ich glaube auch nicht, dass sie Konsequenzen für ihre Politik daraus ziehen werden, sondern sie werden die nächsten zwei Jahre zusammenstehen, die drei Parteien, und versuchen, Neuwahlen auch zu verhindern. Ich will mal anders mich der Problematik nähern. Trauen Sie dieser Ampelkoalition einen Kurswechsel der derzeitigen politischen Agenda zu? Ich glaube, die meisten Deutschen wünschen sich einen Kurswechsel der Ampelparteien. Ich traue es Ihnen nicht zu, weil ich glaube nicht, dass Sie einen Kurswechsel wollen. Sie wollen diese Politik. Und ich denke da ganz besonders an die Migrationspolitik. Die Migrationspolitik, die nach meiner Einschätzung auch maßgebend war für die Wahl in Bayern und in Hessen, ist eine Politik, die nicht fehlerhaft ist. Das sind keine Fehler, die gemacht werden von Frau Faeser und der Bundesregierung, sondern sie wollen diese Massenmigration nach Deutschland. Sie fördern bewusst die Massenmigration nach Deutschland. Und weil sie es absichtlich tun, gehe ich auch davon aus, dass sie sich auch nicht beeindrucken lassen vom Wählervotum in Hessen und in Bayern.